Das war einfach zu heftig. Und gerade die Bilder am Anfang. Liebe Videofreunde, die folgenden Szenen sind so verstörend, dass wir sie aus dem Intro entfernt haben. Ein kurzer Auszug dieser Szenen befindet sich am Ende dieses Videos. Sie wurden hiermit gewarnt. Die mussten aussehen. Das sind Bilder, die vergisst du deinen Lebtag nicht. Ganz schlimme Sache. Boah, ist aber auch. Also die Schatten sind edel, Alter. Die Schatten sind edel, Freunde. Kann man nicht anders sagen. So, okay, alle klar. Behindertenparkplatz ist leer, wunderbar. So, wir laufen einfach mal rein. Was ist das hier? Welcome to VitalSAR, your gateway to becoming a skilled search and rescue operative. We're thrilled to have you on board. Before you embark on your mission, let's begin with the basics. You'll often encounter barricaded doorways in the field. Ja. To breach one, you'll need a tool or a weapon. There's an axe right next to the doorway. Approach the axe and pick it up. Alter, mit F besteht denn so beschissen, Alter. Kann man das nicht auf E legen? Ich weiß, was soll das? So, okay. Wir tabben. Oh, was haben wir denn hier alles? Oh, wir haben eine J44. Wer kennt sie nicht? So, warte mal, die packen wir mal auf 1. Ah, okay. Drag and drop hier. Die packen wir auf die 4, ist ein bisschen blöd irgendwie. Packen sie auf die 3. Und die Axt machen wir auf die 2. So, die Patronen werden ja hoffentlich nicht irgendwie schnell zuweisen müssen. Close. So. Oh. Ah, schon nice irgendwie. Also. Scheint eventuell vielversprechend zu werden. Ha! Huh! Haben wir? In this next room, you'll encounter a locked door that can only be opened by entering a code into the keypad. To find that code, you'll need to carefully search the area with your ultraviolet flashlight. Aha. Take your flashlight out of your backpack to begin. Mhm. So, okay. Na, dann macht sich der Hoteltester mal an die Laken. Wow. Ekelhaft. So, hier haben wir doch eine Nummer. 999. Ja, das ist es. Das wird die... Unglaublich. Ja, es ist 9999. Okay, cool. Let's do it. Oh, es muss... Ich werde mal vielleicht die Pistole aus der Hand legen. Ist wirklich sehr, sehr huppelig. So, X und V. F. Man muss ja F drücken. Ist ja klar. Oh, ein Flickelflackel, Alter. Great work, Recruit. You're making excellent progress. Thank you. Now, for your next challenge, you'll need to figure out how to open that reinforced steel door ahead. Here's a hint to get you started. Pay attention to the ladder standing just outside. Sometimes, the solution to a puzzle lies in unexpected places. Okay, alle klar. Wir sollen uns hier mal die Leiter angucken. Können wir die Leiter anfassen? Wahrscheinlich ist nicht die Leiter gemeint. Standardpasswort, ja. 1, 2, 3, 4. So, okay, alle klar. Also wir müssen wahrscheinlich erstmal auf irgendeine... Das ist so schön, schön, schön. Oh, guck mal hier, die Leiter können wir nehmen. Aha. Können wir springen? Nein, wir können nicht springen. So, jetzt würde ich mal kurz meine... Wir können nicht springen, ne? Ach so, nee, alles klar, wir sind nur einfach, damit wir in dieses Areal reinkommen. Okay, verstehe. So, und was liegt hier? Ein Schlüssel, glaube ich. Ist ein Schlüssel, ja? Das ist ein kleiner, rostiger Schlüssel, den nehmen wir. Dankeschön. Key für 104. Und die Tür haben wir jetzt aufgeschlossen. Ah, guck mal hier. Schönes Joker-Graffiti, wunderbar. Gefällt mir sehr gut. So, und... Was hat mir denn das jetzt bitte gebracht, irgendwie? Ich bin genau da, wo ich davor war. Ich habe eine Tür aufgeschlossen und ich kann tatsächlich nur hoffen, dass die Tür noch zu einem anderen Schlüssel, der Schlüssel zu einer anderen Tür funktioniert. So, warte mal.
Doors locked. Mhm. Okay. So, dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Plitschplatz. Achso, warte mal, wahrscheinlich ist das nicht nur der Schlüssel, sondern wir können vielleicht noch was anderes hier drin finden. Okay, ein paar Schraubenschlüssel. Nö. Ein Rad. Oh, das ist aber wirklich ein hartes Geflacker hier, Alter. So, können wir hier... Ah, die Hebel können wir benutzen. Okay, die können wir nicht benutzen. Die können wir auch nicht benutzen. So, den haben wir jetzt ausgeschaltet. Was haben wir denn jetzt ausgeschaltet, Freunde? Okay, gehen wir nochmal raus. Jawohl. Wir werden jetzt hier nicht einfach die... Das ist ja Quatsch. Das werden wir jetzt hier nicht aus... Hä? Durch ausschalten? Ja? You've been doing a fantastic job, Recruit. Your skills are coming along nicely. Now, it's time to put your marksmanship to the test. Head down to the shooting range, where you'll find a set of ballistic gel targets. Take aim and let your shots count. Mhm. So, na, ist doch hier die nächste Horde incoming, Alter. So, nehm ich alles mit. So, wie viel soll man denn jetzt hier raushauen? Congratulations, Recruit. You've successfully completed Vital SAR's rigorous operator course. Your dedication and hard work have paid off, and you're now ready to take on the challenges of real missions. Nein, bin überhaupt noch nicht bereit für. Aber ich gehe sie an, natürlich. Krasser Typen. Nicht. So. Das ist wunderbar. Toll. Das. Ja, Freunde, das war die Demo von Entities. Die ist quasi vorbei, als es groß davor war, loszugehen. Ja, falls euch das gefallen hat und eventuell, wenn die Vollversion rauskommt, die auf dem Kanal sehen wollt, schreibt uns mal bitte unten in die Kommentare. Lasst gerne auch einen Daumen nach oben da. Und hey, hast du den Kanal schon mal hier mit dem Abo unterstützt? Solltest du tun. Yeah. Willkommen auf dem Kanal der beschissenen Abmods. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ah, und ich sehe, ne? Und schon knuspert der Stream. Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Es ist ein kleines Popel-Game, Alter. Aber schafft er nicht. Schafft er einfach nicht. Es ist unglaublich. Na, dieses Rumgewichse auf den ersten Kahn immer irgendwie. Ich verstehe nicht, dass die Leute das nicht hinkriegen. Ich guck mal ganz kurz. Vielleicht. Also, wie gesagt, mein Rechner ist bei Weitem in der Lage, dieses Spiel zu knechten. Aber es ist andersrum. Das Spiel knechtet meinen Rechner. Eigentlich kann man das ja nicht erzählen hier irgendwie.